So, Leute, willkommen zurück zu Mega Man. Moment. Kann meine Lautstärke auf den Ohren nicht runterdrehen, solange ich im Spiel bin. Okay. Für uns geht es jetzt an die nächste Stage. Ich bin mir nicht sicher, wen haben wir denn zuletzt besiegt? Ihn hier. So, Sting, Spark. Also wir haben jetzt Flame Mammoth besiegt. Das klingt ja eigentlich nach Chill Penguin, ne? Würde ich mal sagen. Also gehen wir jetzt an den Chill Penguin. Und mit dem gehen wir dann nochmal auf die Feuerstage und gucken, ob wir das Feuer einfrieren können. Wir waren hier auf jeden Fall schon mal auf der Stage, ne? Jetzt wieder ein paar Tage her, seitdem ich das letzte Mal aufgenommen habe. Aber es soll uns ja jetzt mal nicht stören. Ah, werde von Hasen belagert. Fledermäuse hier dürften ruhig mal eine große Heilung droppen, nicht nur eine kleine. Danke sehr. Und ich habe schon gehört, die E-Tanks heißen hier anders. Das hat mir der total tolle Fisch verraten. Und die haben hier den Effekt, dass man, wenn man so überschüssige Heilung aufsammelt, die stattdessen in diese Tanks füllt und die sind permanent, die verbrauchen sich nicht. Also sollte man die im Idealfall sammeln. Moment, du hast mir gesagt, mit dem Dash kann man leichter springen. Merke ich jetzt nichts von. Muss ich leider sagen. Aber was wollen denn die Fledermäuse hier? Ich habe gerade auch so ganz dezente Probleme hier. Okay, nee, jetzt mit dem Dash kannst du vergessen, kriege ich nicht hin. Ah, da hatte ich eben einen Pixel. So. Der Sprung geht. Mit den ganzen Wandsprüngen kriege ich so leichte Super Mario Vibes. Aus dem Weg, Birdie. So. Bisher ist das doch alles voll okay, was wir hier treiben. Kann man das Ding hier irgendwie runterhauen? Nicht mit dem, was wir haben. Gut. Dann halt ohne Anzug. Die Libellen mobben mich. Oh Gott. Ja, das habe ich solide versaut. So, jetzt Dash-Sprung. Okay. Es geht also tatsächlich. Okay. Problem ist, hier oben ist nichts, was ich wollen würde.
Dachte, jetzt würde ich da oben irgendwie total das super Geheimnis kriegen. Aber nö. Gibt einfach gar nichts. Total toller Fisch, du darfst mich dann über die ganzen Geheimnisse irgendwann mal aufklären. Dieses Spiels. So, ich nehme mal an, Feuer ist das Mittel der Wahl. Wollte gerade Speichern drücken und dann habe ich gemerkt, Speichern ist hier nicht. Ja, Feuer funktioniert super. Okay, was nicht super funktioniert, bin ich. Aber das Feuer ist klasse. Wenn ich jetzt noch nicht ganz so doof wäre, dann wäre das ideal. Oh Mist. Ja, das war dumm von mir. Es ist die richtige Waffe, aber ich stelle mich schlecht an. Warum stelle ich mich schlecht an? Muss mir merken, dass ich ihn, dass wenn er das macht, ich einfach abwarten muss. Oh. Mich anspringen ist gemein. Okay, ne, jetzt. Hä? Ah, okay, das macht er dann. Ja, ist okay, brauche ich auch nicht speichern. Ja, gut, aber das machen wir noch mal. Das ist er. Okay, diesmal einfach an den Hasen vorbei und an den Wespen. So gut es halt geht. Wow. Ich stell mich aber auch gerade an, ne? Also gerade, da kann man dem Spiel auch keinen Vorwurf machen. Aber ich hätte wirklich gerne so einen E-Tank. Ich habe schon wieder vergessen, wie die hier heißen. Fisch, du hast es mir geschrieben, aber ich habe es schon wieder vergessen. Da muss ich das. Geh mal weg. Das Problem ist. Oh, da hätte ich es fast gehabt. Das kurze Stück ist mir zu kurz für einen Sprint, aber irgendwie geht das ja so. Dem habe ich es ja auch irgendwie hingekriegt. Wenn nicht so ein dämlicher Reifen von oben kommt.
Okay, dann halt so. Wenn ich das mit dem Sprint nicht schaffe, dann halt auf normale Weise. Die sind auch nur dazu da, mich runterzuwerfen. Und mir wieder Leben zu geben. Oh, yes. Extra Leben. Irgendwie ist mein Internet gerade gestorben und Steam hat sich in den Vordergrund gehauen. Das war gemein. Okay, tschüss. Stimmt, die treffen mich ja auch da drüben. Gut, dass man an den Wänden springen kann. Also hier macht es das wirklich um einiges einfacher. Jetzt bin ich angeschlagen, aber ist egal, wir haben mehr als genug von dem Feuer. Au. Böser Pinguin. Jetzt habe ich schon seine Waffe, ne? Und ich habe gegen ihn trotzdem noch Probleme. Das wird für die Great Eight super. Ich weiß nicht, wie viel 1000 Health Upgrades man hier schon normalerweise haben könnte. Ah, ich springe immer vor, ich muss einfach hochspringen. Moment. Okay. Und ich springe wieder rein, ich bin so ein Vollidiot. Okay, ich kann aber den Flammenwerfer auch einfach auf Dauerfeuer halten. Das geht auch. Heute gibt's gebratener Pinguin. Okay, ich sollte es aber nicht übertreiben. Sonst ist das Ding gleich leer. So. Tschüss, Pengu. Nut, nut. So. Ice Gun, yes. Okay, damit können wir jetzt Sachen einfrieren. Das ist auch ein Speichernwert. Ja.
würde jetzt eigentlich gern nochmal in die Feuerstage gehen. Die hier. Und würde gucken, ob ich die Lava gefrieren kann, damit ich dieses Upgrade kriege. Obwohl, jetzt brauche ich es ja noch nicht. Moment mal, das ist jetzt schon alles gefroren. Jetzt wo... Ihr habt mir geschrieben, dass wenn man die Stages schafft und nochmal... Also, wenn manche eine Stage geschafft hat und dann nochmal in eine bestimmte reingeht, sich da was ändert. Okay. Dann benutze ich jetzt mal die Escape Unit und gehe hier mal raus. Okay, jetzt ist die Frage, wofür ist Eis gut? Am ehesten er hier. Und ich weiß, ich bin auf ein Leben runter. Und von irgendeiner Stage hattest du mir geschrieben, der Sprint reicht, um da an ein Upgrade ranzukommen. Da muss ich nochmal nachgucken nach dem Part. Um an irgendeinen E-Tank ranzukommen, also Pseudo-E-Tank, wie er jetzt halt heißt. Ich sehe gerade, der Part ist eigentlich vorbei. Ach, der hier. Ne, Moment, das sind HP-Ups. Komm ich so oder so nicht dran. Okay, ich kann also von dem Ding tatsächlich auch wegrennen. Mit dem Sprint. Das sind die Infos. Heilung. Ich konzentriere mich gerade. Tut mir leid. Warum entschuldige ich mich? Für konzentrieren sollte man sich nicht entschuldigen. Und auch gar nicht entschuldigen müssen. So, da oben war ich schon dran, dementsprechend kann es mir egal sein und das war der Sprung, mit dem ich Probleme hatte. Okay. Stirb! Was aber auch dafür spricht, dass man auf dieser Stage hier bereits die Ice-Stage gemacht haben sollte. Und wenn man... Slowdowns. Wenn man die Ice-Stage hier bereits gemacht haben sollte, dann spricht das ja dafür, dass man hier die Eiswaffe braucht.
Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, es ist seine Waffe. Eine Ice Shotgun. Blöd, dass wir jetzt schon tot sind. Na gut. Ihr lasst mir jetzt Nee, auf der Mandrill Stage kam ich da dran. Genau das hat's du mir geschrieben. Gut, Leute, ihr lasst mir jetzt ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben. Die Shotgun könnte für ihn gut sein. Probieren wir beim nächsten Mal. Ihr lasst mir ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns, wenn es weitergeht, mit Mega Man. Bis dann, euer Wolf.